Wein trinken soll keine Arbeit sein, soll nicht mehr nur noch Kennern vorenthalten sein, sondern Wein trinken muss einfach Spaß machen. Wein trinken muss fruchtig sein, muss ein Erlebnis sein und man muss nach einem Glas noch Lust auf mehr davon haben. Ich bin eigentlich österreichischer Winzer, aber ich liebe natürlich die Vielfalt in Deutschland und vor allem das Steckenpferd in Riesling. Die Mineralik, die Säure, dieses, ja, es ist einfach, es ist einzigartig, das findet man eigentlich nirgendwo sonst auf der Welt. Die ganzen Regionen und vor allem die ganzen jungen Winzer, die dort unterwegs sind, das macht Spaß zu sehen, welche vielen neuen Projekte es da gibt. Die Generation Riesling ist ja ein Zusammenschluss vom Deutschen Weininstitut initiiert. Wir sind, glaube ich, mittlerweile 600 Winzer aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Anbaugebieten und haben die Möglichkeit, uns hier gemeinsam zu präsentieren. Ich glaube, früher war das Image schon eher so, dass der Wein was war, mit dem man sich auskennen musste, dass man trinken konnte, dass man vielleicht auch schon mit etwas gesetzteren Alter sein musste. Aber ich glaube, das ist heute nicht mehr das Thema. Das ist auch gut so und dafür sind wir, denke ich, auch da, wir jungen Winzer, dass wir da auch ein bisschen den Zugang zu ermöglichen. Die Niederlande sind der zweitwichtigste Exportmarkt für deutschen Wein nach den USA und wir freuen uns sehr, dass der Durchschnittspreis für einen Liter exportierten Wein in die Niederlande nochmals um 16 Cent gestiegen ist. Das heißt, die Niederländer schätzen den deutschen Wein und sind auch bereit dafür, etwas mehr zu zahlen.